Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Mystica TV, wieder mit Herrn Dr. Wolf-Dieter Stoll. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben schon im ersten Teil viel über Pflanzenwissen, unsere Beziehung zu den Pflanzen gesprochen. Und Sie sind ja als Ethnobotaniker, als Schriftsteller in der ganzen Welt unterwegs, waren lange in Amerika, leben jetzt im Allgäu ganz nah mit und in der Natur. Und hatten aber immer schon oder irgendwann entstand eine sehr tiefe Beziehung zu Indien und Sie haben dort auch eine Weile gelebt. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit Indien? Das war wie einfach eine Inspiration, dass wir da hingehen. Habe mich dann an der Benares Hindu University gemeldet und wurde eingeladen als Visiting Scholar. Mit allen möglichen Privilegien, sollte ein paar Vorträge halten und kam hin mit Ideen, alles, was Indien ist. Und ich war tatsächlich in dem Wahn, zu denken, dass ich mehr über Indien weiß als die Inder, weil ich eine objektive Sichtweise hatte. Und ich habe die ganze soziale Dynamik der indischen Kultur gestudiert und das Kastensystem. Und ich dachte wirklich, ich weiß mehr. Das ist, was viele Entwicklungshelfer, Journalisten und so plagt, dass sie meinen, sie wissen, ehe sie überhaupt Kontakt haben, was da los ist. Und wir kamen hin und es war in die heilige Stadt Benares und als allererstes kriegte ich ein wahnsinniges Fieber und praktisch halluziniert. Der Vorstand der Soziologie, Anthropologie kam mich besuchen, eingezwängt in ungemütlichen Anzug und ich glaube, er hat Beetle gekaut, um sich zu beruhigen, diesen amerikanischen Kollegen zu treffen und ich war da im Fieberwahn und schaute auf und ich sah, wie der rote Beetle-Saft da an seinen Mundwinkeln herunterrann und ich dachte, oh, Dracula ist hinter mir her. Und ich hatte da also einen Kulturschock nach dem anderen und dann plötzlich war meine Frau auf einmal ganz schwach und gelb und konnte nicht essen und sie hatte eine starke Hepatitis. Da sind wir ins modernste Universitätskrankenhaus gefahren. Ja, das war kam mir vor wie der Vorhof zur Hölle, denn überall in den Gängen saßen Leute mit kleinen Kochern, mit Kuhfladen und blauer Rauch. Da haben sie für ihre Verwandten, die im Krankenhaus waren, gekocht. Das ist ja vollkommen sinnvoll. Sachen von Menschen, die sie lieben, werden da gekocht und mit Liebe. Aber das qualmte und dann kamen plötzlich Leichenträger mit einer jungen Frau auf der Bahre. Natürlich war sie verhüllt, aber man wusste, eine junge, verheiratete Frau, weil sie rot eingewickelt war und die stampften dann durch. Ramanam Satya, hey, Ramanam Satya, hey. Da müssen alle Platz machen. Also übrigens heißt, Gottes Name ist Wahrheit oder Wahrheit ist Gott. Und was ist das? Und dann endlich kamen wir dann zur Rezeption und da war ein Sikh und der sagte, ach, offensichtlich Hepatitis, da können die Ärzte nichts machen. Ich sage, ich bestehe drauf, ich will die Ärzte sehen. Ja, die sind gerade bei einer Teepause und können da wirklich nichts machen. Er hat recht, das ist alles nur palliativ, also so das psychologische Betreuung, aber in Wirklichkeit ist das ein Virus, kann man wirklich nicht viel machen. Und da hat er dann gesagt, ja, schwarze Rettiche soll man essen und Limonen und dann noch so verschiedene Kräuter. Und das können Sie gleich hier vom Krankenhaus holen, hat er es aufgeschrieben. Ja, und das war dann die Kur, aber das war wirklich so ein Kulturschock. Und also jeden Tag ein Kulturschock. Das ist es ja wirklich für jeden, der das erste Mal in Indien ist. Ja, ich habe auch das Glück gehabt, vor 12 Jahren auch mal dort zu sein. Ja. Man wird mit dem Leben konfrontiert. Genau, Tod, Leben, Kinder, Tiere, kranke Tiere. Genau. Und wir haben so Grenzen der Wirklichkeit, die kulturell gesetzt.
und schauen kaum darüber hinaus. Mhm. Aber in Indien sind die Grenzen viel, viel weiter gesetzt und man verliert Halt. Man wird mit allem konfrontiert, was in einem selber festgehalten ist, fast schon. Ja, da plötzlich treibt eine Leiche da am Gang ist vorbei oder was immer. Und für viele ist dann Abwehrhaltung, oh mein Gott, nichts als wie zurück. Oder andere so sagen, ja, ich habe ja gewusst, ja, rückständiges Land braucht Entwicklungshilfe, braucht Missionare, um den wahren Weg zu finden. Und dann andere wieder, die kommen dahin und sagen, oh, hier kann ich atmen, endlich zu Hause. Und vielleicht war das früher stärker, heute sind wir stärker, mehr globalisiert und man kennt die Marken und so weiter, aber noch immer ist dieser Power in Indien da. Der Power der persönlichen Transformation. Die bei Ihnen begann durch die Krankheit. Durch diese Krankheit und dann ich wollte natürlich keine ayurvedischen oder Sachen, nur aus Kuhmist gemachte Pillen. Ich war überzeugter, westlich orientierter Wissenschaftler und ich wollte hier objektiv, klinisch bewiesene und inzwischen weiß ich es auch nur im Grunde genommen unsere Mythologie und unser Märchen. Ich wollte Antibiotika und man sagt, der Hotelbesitzer, no problem. Und gleich rannte ein Junge los und holte einen Arzt, der im Westen geschult war, sagte, er ist Denguefieber, machte ein Rezept für Antibiotika. Natürlich, Viruserkrankung hilft Antibiotika nicht und ich kriegte eine Superinfektion. Das war eine Antibiotika, die inzwischen hier wegen Nebenwirkungen verboten war, aber wo man da noch einen Absatzmarkt hatte. Mhm. So ist es ja leider öfter. Da habe ich dann lange gelitten. Darunter die Superinfektion hat sich in die Prostata festgesetzt und da sagte ein Arzt aus Österreich, der dort mal so Ayurveda anschnupperte, der sagt, ja, das werden die Kollegen, wenn sie wieder im Westen sind, die Kollegen in der Chirurgie werden das lösen können. Aber von wegen Kollegen in der Chirurgie, als ich dann 2 Jahre später im Westen war, ich war immer noch sehr angeschlagen, da habe ich mich in eine Sitzbadewanne gesetzt und habe die Kräuter von Wyoming, vor allem Schafgarbe, die ja ganz spezifisch wirkt und habe es vollkommen ausgeheilt. Mhm. Und über die Jahre habe ich auf diese Art und Weise ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in die Heilkraft der Pflanzen entwickelt. Ja. Ja, und diese Krise hat sie dann sozusagen fast gezwungen, sich mehr dem indischen Geist zu öffnen? Oder ja, das war dann noch später. Da bin ich immer, da lebten wir in einem kleinen Dorf, nicht weit von Benares, unter einem so großen Pipalbaum, waren ganz einfache Leute. Ich denke, das waren Adivasis, Ureinwohner, die schon da waren, hinduistisch-brahmanische Kultur hinkam. Und ich bin jeden Tag über den Ganges geschwommen und habe auf der anderen Seite meditiert. Und das war noch zu der Zeit, als es Tausende von Geiern gab. Die gibt es leider nicht mehr, das ist eine ökologische Katastrophe. Die sind innerhalb von 2-3 Jahren, ist die ganze Geierpopulation in Indien eingegangen. Und das war so ein bisschen, wir würden sagen, Gesundheitspolizei, denn die können ein Kuh oder Büffel oder auch ein Menschenkadaver innerhalb von 15 Minuten komplett skelettieren und sie fliegen dann hoch und man hat den Eindruck, sie wirbeln hoch und man sieht sie dann gar nicht mehr und man hat den Eindruck, sie nehmen die Seele in den Himmel, also das ist der Eindruck. Der Geierkot ist kreideweiß und ist vollkommen aseptisch, also es sind keine Bakterien darin. Und das war eine ganz wichtige Sache und leider sind sie alle ausgestorben. Wegen einem Chemieprodukt, Diclofenac heißt das. Und das ist eine Salbe, die man hier auch als Sportlersalbe hat, also schmerzlindernd und entzündungshemmend. Und das akkumuliert sich
in der Nahrungskette bei den Geiern und zerstört ihre Nieren. Und das war natürlich eine große Katastrophe. Für die Parsen, die ihre Toten den Geiern geben, auf hohen Gebäuden, Türme des Schweigens. Und auf einmal sind keine Geier mehr da. Und man wusste nicht, warum es keine Geier gibt. Und die Parsen, die tun die Toten ja nicht ins Wasser, um das Wasser nicht zu verunreinigen, nicht ins Feuer, nicht in die Erde, nicht die Elemente, nur die Geier. Und da stapelten sich dann die Körper und Indien ist so tolerant. Hier würde die Gesundheitspolizei kommen, aber immer mal kam dann so ein süßer Duft über Bombay, wo die aufgestapelten Parsenleichen waren. Und es sind die Parsen selber, die dann herausgefunden haben, die Ursache. Aber das sind so die modernen Probleme. Das ist nur ein Beispiel. Ja, weil Sie sind sozusagen ans andere Ufer des Ganges, wo ja, eben... Ja, da bin ich dann rüber und habe mich dann hingesetzt und habe meditiert. Da wurden dann immer Kühe, also Büffel und auch... Inzwischen ist man da vorsichtig, aber auch Menschenleichen angeschwemmt, denn die meisten werden verbrannt, dass es dann so hilft, dass die Seele sich herauswinden kann aus dem Körper und es ist so ein Fegefeuer. Die müssen durchs Feuer gehen, weil Feuer reinigend ist. Also in der katholischen Mythologie ist das, wird das dann in diesen Zwischenraum, wie sagt man da, das Limbo. Mhm. Oder das Bardo im Tibetischen? Ja, Bardo kennt auch sowas Ähnliches. Ja, ja. Mhm. Diejenigen, die schon zu Lebzeiten ihre Sünden sozusagen überwunden haben, die Leprösen, die werden nicht verbrannt, die kommen direkt in Mutter Ganges und Mutter Ganges trägt die Seele erstmal in die Welt der Ahnen, der Unterwelt und dann in die himmlischen Welten und fließt dann als Milchstraße vorüber und irgendwann kommen sie dann im Regen wieder herunter, die Seelen, und nähren die Pflanzen und die Menschen essen die Pflanzen und dann geht der Keim in die Menschen hinein und die Seele wird wieder auf diese Seite geboren. Faszinierend. Sind wir schon mitten in der indischen Mythologie und Welt. Was hat Sie bewogen, dort zu meditieren und was haben Sie erlebt? Also ich saß dann da und habe gesehen, wie diese wunderbaren Königsgeier, wie die da so da fressen und die Schakale, sehen aus wie große Hunde, aber man merkt, sie haben eine Würde, sie haben sich nie mit den Menschen verbunden oder nie unterwürfig und die warten da, weil mit den Geiern wollen sie es nicht aufnehmen. Und dann zuletzt noch die Raben da. Und da sieht man das Schauspiel des Vergehens, genauso wie man auch in Indien das Schauspiel des werdenden Lebens sehr gut beobachten kann. Was hier bei uns alles weggesperrt ist, Alte werden weggesperrt, Kinder kommen in Kinderkrippen und wir sehen die Fülle des Lebens nicht. Aber ich habe dort meditiert, die Vergänglichkeit des Seins. Und es war nichts Schreckliches, sondern es war etwas Wunderbares und Ekstatisches. Und einmal bin ich darüber und kam zurück und ich war völlig krank. Meine Frau dachte, es ist Sonnenstich, aber dann hatte ich auch eine ganz schwere Gelbsucht. Und die war entscheidend in meinem Leben. Ich hatte Schweiß, der war braun wie Kaffee. Und hatte nochmal einen Stuhlgang und der kreideweiß, das heißt, die Gallenflüssigkeit, die ist durch die Haut und nicht mehr in den Darm oder so. Und dann war ich weg und ich war 6 Wochen völlig weg in einer anderen Welt und habe immer wieder erlebt, dass ich in dieser anderen Welt bin und ganz stark war, wie ich über den Ganges flieg und meine Flügel oder Arme sind aus Blei und die Toten sitzen mir auf den Rücken und es war, wie ich war am Rande überhaupt zwischen dieser und der anderen Welt. Die Außenwelt existierte praktisch nicht mehr und irgendwann nach 4 Wochen sah ich einen großen
Wurm, giftgrünen Wurm hindurchschweben. Und da bin ich aufgestanden, habe die Tür aufgemacht, den Wurm rausgetan, wieder zugemacht. Und das war so real, wie wir hier sitzen. Und erst später sieht man, ja, das ist eine sogenannte Halluzination. Aber das war, und da habe ich viel gelernt. Da habe ich gelernt viel über Schamanentum, das, was die Schamanen machen. Sie funktionieren bewusst auf dieser Ebene. Und ich habe gelernt, was so die alteuropäischen Vorfahren, die Kelten, Germanen, Slawen, sagten, wenn sie sagten, Krankheiten können gesehen werden im Geist als wurmähnliche Wesen. Was wurmt dich? Ist dem ein Wurm über die Leber gekrochen und so weiter? Tatsächlich wurden die Würmer als Krankheitsmacher gesehen. Da gibt es im Mittelalter ganze Sprüche. Da war ein roter Wurm, ein weißer Wurm, ein schwarzer Wurm. Und der Heiland ackerte und er ackerte die Würmer zu Tode und so weiter. Und ich habe dann gesehen oder verstanden, was da gemeint war, denn in früheren Zeiten waren die Menschen viel mehr in Kontakt mit diesen, was wir mythologische Schichten nennen. Ja, einfach, aber vielleicht auch einfach andere Bewusstseinsebenen. Genau. Solche Ebenen, wo dann auch Krafttiere der Schamanen vielleicht zu finden sind. Ja, so ist das. Und die Frage ist eben, was ist real, was ist nicht real? Alles, was in unserem Bewusstsein stattfindet, ist in gewisser Weise wahrscheinlich real. Und was so im Alltag, wir brauchen das im Alltag zu funktionieren, aber das ist eine ganz schmale Bandbreite des Bewusstseins. Und auf der befinden wir uns die meiste Zeit im Leben. Natürlich am Abend schlafen wir ein und schon geht die Seele in andere Dimensionen, aber wir verlieren das Bewusstsein. Und es gibt begabte Menschen, Schamanen, die das Bewusstsein noch auf diesen Ebenen behalten können und die, sagen wir, im Traum wirken können. Und Dinge, die im Schwebezustand sind, im Anflug, können sie da heilen, ehe es konkret und materiell wirkt. Also das ist die Ebene, auf die die Kelten immer das Augenmerk gerichtet haben. Der Zustand, wo nichts fix ist, aber alles ist möglich. Und das sind immer Zwischenzustände und da haben die Kelten darauf geachtet, auch in Zeiten zwischen Tag und Nacht. Das ist ja überall die Zeit, wo man... Ja. Oder wenn man gerade aufwacht, wo sozusagen noch die normalen Verstandesdenken noch gar nicht so aktiv sind. So, ja. Oder Mittag, da kommt ja der Begriff High Noon, das ist, wo die Gottesurteile gefällt wurden, wo dann meistens in dem Western ist es dargestellt, die zwei verfeindeten Mächte schicken ihre Kämpfer und dann ist Gottes Urteil, wer gewinnt. Und in den amerikanischen Filmen ein schwarz angezogener Bösewicht und eher hell gekleideter Gute und dann prum, High Noon. Und Abend ist auch so eine, wo man, und das war schon bei den Kelten, die kannten schon den Feierabend. Und es gab dann später eine Feierabend-Heilige, die zurückgeht auf keltische Wurzeln. Das ist die heilige was mir gerade entfallen ist. Ja. Und Mitternacht ist natürlich auch eine Geisterzeit. Das sind die vier die Kardinalpunkte. Und um Mitternacht spukt es. Und das ist eine Tatsache. Als wir auf den Berg zogen im Allgäu, das ist ein Gebäude, das wurde um 1500 gebaut. Die Grundmauern gehörten zu einem Kloster. Es war ein Kloster. Und dann wurde es im Dreißigjährigen Krieg in einer ruhigen Phase 1640 wieder aufgebaut. Und da sind Menschen geboren, Menschen gestorben. Und da, als wir da reinzogen, wir hatten auch wenig Strom, eine Birne und keine Waschmaschinen, keine Staubsauger, keine Technologie, die uns eigentlich blind macht, weil die Schwingungen vom Strom blockieren, genauso wie Zement, blockieren die Wahrnehmung. Ja, und dann nachts hörte man so kurz vor Mitternacht Rumpel, Pumpel oben auf dem Dachboden. Und dann, was ist denn da? Ja,
hochgucken, ob da eine Fensterladen locker ist, gehen wir hoch. Ach nö, ist ja auch gar kein Wind. Und dann am nächsten Tag wieder, ja, sind Katzen oder was? Hin, kurz vor Mitternacht immer, nix. Und dann wieder, nix. Und dann haben wir, Hausgeist. Und dann im Winter, mitten, ist tiefer Winter, keiner kommt hoch, der Schnee ist zu tief. Wir sind auch immer abgeschnitten gewesen. Und da sitze ich da noch am Abend bei Kerzenlicht und da sehe ich wie aus dem Herrgottswinkel, das ist immer die Nordostecke. Da haben die Einheimischen entweder das Kreuz oder Hubertus mit Hirschgeweihen umrandet oder die Mutter Gottes. Und da materialisiert sich aus diesem Herrgottswinkel eine Gestalt. Und man sieht Mönchskappe und Mönchs, und ich war bei vollem Bewusstsein. Wir waren so, war nicht betrunken, weil ich kein Bier da hochbringen konnte. Ich saß einfach bei der Kirche und guck, das gibt's doch nicht. Und er läuft vorbei durch das Zimmer ganz schweigend, Gesicht kann man nicht sehen. Also im Rückblick würde man sagen, wie die Schatten beschrieben werden, ja. Die Totengeister. Und löst sich im Rauchfang auf. Und seitdem ist das Spukphänomen weg. Und der Rauchfang ist ja immer der Geistereingang. Da kommt ja der Weihnachtsmann und da kommen Adebar, der Storch, lässt die Kinder hinein, dass die neue Kinderseele, die Individualität, sich dann mit der Mutter verbinden kann. Schön. Ja. Es gibt ja viel so Geschichten, das muss mehr als nur Geschichte sein. Ja, ja. Und ist das dann eben vielleicht der Geist eines Menschen gewesen, der in früheren Zeiten hier einfach als Mönch gelebt hat? Ja, und da ist ein ganz merkwürdiger Volkskundler, der hat mir einige Jahre später, ja, ich weiß schon, wer der ist. Und das war ein Abt, der dort lebte und an der Pest gestorben ist. Und irgendwie ein unruhiger Geist war und der in diesem Zwischenraum gefangen war und nie erlöst wurde. Und sobald diese Wesen gesehen und erkannt werden, ist es für sie eine Erlösung. Und war er weg. Wahrscheinlich mit einem liebenden Auge gesehen wird und nicht, dass der Mensch noch mit Angst reagiert, was ja auch passieren kann. Ich hatte überhaupt keine Angst, ich habe einfach nur gestaunt. Ich sage, das gibt's doch nicht. Aber ich weiß, ich habe das gesehen. Und es war auch nicht, hatten nicht die Qualität von Halluzination oder Traum oder so. Es war eine Wahrnehmung und ich weiß, es war keine natürliche Wahrnehmung. Aber es ist ganz und gar da. Schön. Also ich will gar keine Frage mehr stellen. Es ist so schön, Ihnen zuzuhören. Wir sind durch verschiedene Themen gewandert. Vielleicht nochmal zurück zu Indien. Ja. Was ja wirklich, also da verbinden sich die Welten ja. Es ist ja eine uralte Spiritualität. Ja. Und gerne erwähne ich auch mal dieses Buch Wanderung zur Quelle, das so ein bisschen ihren Weg und den Weg ihrer Frau beschreibt. Und es gibt einen ganz neuen Film, der heißt Rückkehr an den Ganges. Sie sind mit einem Filmteam jetzt vor einem Jahr, glaube ich, nochmal zurückgekehrt, haben sich sozusagen alte Stätten angesehen und haben einen jungen Menschen begleitet, der vor die Frage gestellt wird, soll ich die Frau heiraten, die ich liebe, oder soll ich die Frau heiraten, die meine Eltern für mich vorgesehen haben? Und es ist so wunderschön, weil da plötzlich ganz moderne Themen dargestellt werden. Gleichzeitig sind Sie zurückgekehrt nach Indien und haben auch ein bisschen wieder die alte Spiritualität gespürt. Ja. Mal so eine ganz allgemeine Frage, was würden Sie sagen, ist das Besondere am indischen Geist? Wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich weiß nicht, aber es ist so, dass der Schleier zwischen den Welten dort viel dünner ist, sodass das, was wir vielleicht übersinnlich nennen würden, näher kommt. Und irgendwie, ich habe ja gesagt, die Grenzen sind weiter und die Inder sind auch dementsprechend offener. Und sie haben zum Beispiel nicht unbedingt eine humanistische Philosophie wie wir, von den Griechen, wo wir selbst die Götter nur als Menschen uns vorstellen konnten. Da kriegt man so die Sichtweise, auf einmal kommen dann, sagen wir, am Ganges entlang, am Ghat, laufen da zwei Menschen und die strahlen und man denkt, das kann ja nur Götter sein in Menschengestalt und macht, und ganz automatisch hält man die Hände, ohne
und sieht das. Andererseits sieht man auch, dass sich Menschen als Dämonen als Menschen verkörpern können. Da kommen dann so, oder oft, wenn sie ihr Dharma richtig machen, dann werden sie Polizeioberste. Dharma ist so Lebensaufgabe? So. Dharma ist Lebensaufgabe. Dharma ergibt sich aus den vergangenen Taten, Gedanken, Worten, aus früheren Leben, was man Karma heißt einfach Tat, nennt. Und das setzt Dinge in Gang und so schaffen wir die Welt, in der wir sind. Und dann kommen wir wieder ins Leben und knüpfen an. Und es kann ja sein, dass wie am gestrigen Tag habe ich ja jemand versprochen, ich rufe dich morgen an oder ich besuche dich oder... Haben Sie da eine Ursache gesetzt, die irgendetwas... Da hat man eine Ursache gesetzt und Dharma heißt, die Ursachen erkennen, die Versprechen halten, dass man durch dieses Leben gut durchkommt, gutes Karma macht oder im völligen Einklang mit dem Göttlichen, das überall ist, sind dann die Taten karmalos. Und das ist ein starkes Denk, ja. Karmalose Taten. Ja. Und das ist, was Dharma ist. Und da kommen welche, die kommen als Dämonen. Und Dämonen gehören auch zum Ganzen. Mein Freund, der Virendra Singh, der übrigens in dem Film vorkommt, damals, macht er ein Puja und verehrt die Götter und die Ahnen und die Dämonen. Ich sage, was, Dämonen? Ich sage, ja, die gehören auch zur Ganzheit. Auch sie sind ein Ausdruck des Göttlichen. Und auch sie haben ihre Aufgaben. Und wenn sie ihre Aufgaben richtig machen, dann ist das Ganze eine Harmonie. Das ist wie, man kann Musik haben, nicht nur hohe Töne, sondern es muss auch Basstöne geben. Oder man kann, wenn man ein Bild malt, dann kann man nicht nur die schönen, hellen Pastellfarben nehmen. Kann man, aber dann ist das Bild eher langweilig. Es muss auch eine Tiefe geben, die die Dunkelheit geben kann. Und so gibt es Dämonen, die ihr Dharma nicht gut erfüllen, die sind brutal und schrecklich, aber andererseits, ja, wenn man so, sagen wir mal, man ist ja, Menschenfresser oder so als Dharma, ja, man kann das in soziale Bahnen leiten, wird Chirurg oder was, oder, oder Gewalttäter, ja, klar, wird man Polizist und droht Gewalt denen, die die Gesellschaft zu zerstören suchen oder was immer. Also Dharma heißt einfach so, meinen Fluss des Lebens erkennen, dem Herzen zu folgen. Ja, und Sie haben ja, glaube ich, auch selber gesagt, dass Sie in Indien beschlossen haben, nur noch Ihrem Herzen zu folgen und damit auch eine universitäre Laufbahn zum Beispiel einfach gar nicht mehr weiter zu verfolgen. Das war nach dieser Krankheit, wo ich wirklich, ich weiß nicht, in was für Dimension ich war und kam dann zurück und dann normalerweise wäre ich wahrscheinlich nach Amerika zurückgegangen und hätte da wieder an der Universität gemacht. Aber ich habe gesagt, nein, mein Verstand ist zu beschränkt. Ich lasse mein Leben führen von dem Göttlichen, das um mir und in mir ist, also höheres Selbst. Und in Indien könnte man sagen, Shiva. Shiva heißt der Gütige, das gütige Urprinzip. Und da war wie eine Stimme, natürlich habe ich nicht Stimmen gehört, also, aber wie eine Stimme, geht nach Europa zurück und lande in der Schweiz, die ich liebe. Und ich habe dort auch promoviert und lange gelebt und als Gärtner gelebt und auf dem Bauernhof gelebt dort. Und ja, die Schweiz, die kenne ich grundauf, die Mentalität, Dialekt, ich liebe es, aber ich merkte, das ist ja wie, das habe ich ja schon erlebt, was mache ich hier? Und dann kam wieder die Überzeugung, nee, geh nach Deutschland. Also Deutschland, da war ich ja schon, bin ich als Elfjähriger weg und hatte nur Vorstellungen von diesem Land, die eigentlich gar nicht zur Wirklichkeit passten. Die Vorstellung eher geprägt von Hollywood-Filmen. Ja. Das ist ja eher die bösen Deutschen, ne? Ja, klar. Und dann kam ich hierher und dann hat sich alles entfaltet. Es gibt so etwas in jedem Leben wie eine geistige Führung, wenn man sie zulässt. Wenn man nicht, der Verstand, der will alles besser wissen, ne? Und der berechnet. Ist auch wichtig, Verstand zu haben.
zur richtigen Zeit, dass das den Verstand in Gang setzen, ist ein Diener des Göttlichen in uns. Aber dieser Diener soll nicht der Herrscher werden. Schön, ja. Vielleicht noch ein Wort zum Göttlichen, zu den Göttern. Die Götterwelt in Indien ist ja reichhaltig und durchlebt alles. Für die Inder ist es ganz normal. Ja. Für uns als Westler ist das manchmal etwas ungewöhnlich. Also beten die jetzt Götter an? Sind die entfernt von ihnen? Oder sind die Götter, wie viele Europäer ja auch denken, nur Projektionen des Unbewussten? Ja, ja. Sind die Götter lebendig? Wie? Ja, natürlich. Die sind überall. Ich meine, wir glauben an Moleküle. Ah. Die sehen wir auch nicht, aber ja. Jeder glaubt an Moleküle. Stimmt, wir glauben auch an die Wissenschaft, an die Wirklichkeit. Ja, das, die Wissenschaft ist wie eine Kirche dann in dem Sinn. Mhm. Und in Indien ist es, dass die Götter werden erlebt. Sie sind Teil der Welt. Bei der letzten Götterzählung, gab eine offizielle Götterzählung, in vedischen Zeiten, also vor 3000 oder plus Jahren, und da hat man 333 Millionen Götter gezählt. In anderen Worten, alles ist göttlich. Und mit unserem gegenwärtigen, beschränkten Verstand können wir die Vielfalt gar nicht begreifen. Deswegen suchen wir einen Aspekt des Göttlichen heraus und können das dann anbeten. Also wenn man ein junger Mann ist, dann die viele verehren und lieben Hanuman, weil er so ein starker, wie ein Superheld ist. Und mütterliche Wesen, ja, die beten vielleicht das Göttliche in der Form von kleinen Baby Krishna an. Oder ja, Liebende als Krishna und Radha. Oder, also es gibt eine unendliche Vielfalt, wie man das Göttliche zurückgespiegelt bekommt. Ich würde es vergleichen mit einem Edelstein mit unendlich viel Fassaden, und jede Fassade ist eigentlich anders, aber man sieht eigentlich nur eine, oder das bekannte buddhistische Parabel von den Blinden, die versuchen zu erklären, was ein Elefant ist. Sag ich, vertraue nur meinen Sinn. Und der eine, der kriegt den Rüssel und sagt, das ist eine Riesenschlange. Und der andere Blinde sagt, nein, Herr Kollege, ich weiß ja, was ich spüre. Das ist wie ein Baumstamm, der hat halt eines der Elefantenbeine. Andere, die Kollege, naja, kann man nicht ernst nehmen. Also ich habe Untersuchungen gemacht und es ist wie ein Besen, der hat halt einen Schwanz gekriegt. Und andere sagt, ja, die Ohren, ja, das ist wie eine Wurfel, Getreidewurfel, die Ohren. Und so streiten sie. Aber es ist ein Elefant. Und so ist diese Göttervielfalt eigentlich ein Göttliches. Und es ist nicht der Gott, wie in der westlichen Welt, der außerhalb der Schöpfung steht, und wir sind eigentlich in der Schöpfung und wir haben vielleicht so eine vage Verbindung, sondern das Göttliche hat sich in die Schöpfung hinein ergossen, sodass sogar die Schuhe göttlich sind. Das Schuh ist ein Gott, er lässt uns sicher auf der Erde laufen, er begleitet unser Schicksal, hält uns warm, wenn Winter ist. War ja bei uns in früheren Zeiten vielleicht auch, wurde auch mal anders gesehen. Ne? Wenn man sich die gotischen Kathedralen ansieht, die sind ja voller Leben und Wesen und Welten und Planeten. Ja, die gotische Kathedrale ist eigentlich eine Wiedervermählung zwischen dieser heidnischen Immanenz und der Transzendenz der traditionellen Christen. Die gotische Kathedrale ist eigentlich der Buchenhain, der Buchenwald, wo das Licht so gefiltert hereinkommt, und die Säulen. Und das war ja für die Ureinwohner hier der heiligste Ort, Buchenhain. Denn durch die Buche sprachen die Götter. Deswegen hat man in den Buchenhainen orakelt und hat Buchenstäbe, daher haben wir das Wort Buchstabe, geschnitten und dann geritzt. Das englische Wort write kommt von ritzen. Und dann wurden diese Stäbe geworfen und dann wurde
gerätselt. Raid im Englisch, Altenglischen rätseln, raid, read, to read. Und das Wort Buch, das heilige Buch, Wort Gottes, geht auf die Buche zurück. Also das sind so die langfristigen Verbindungen zur gotischen Kathedrale. Aber was ich sagen wollte für das Indische, es ist nicht so, dass es Gott und Schöpfung gibt, sondern es gibt nur Gott. Und alles ist göttlich. Und wenn wir das realisieren, dann das ist so ein bisschen wie Erleuchtung. Schön, schön. Wunderbar. Ich kann nur sagen, ich bin sehr erfüllt. Vielen, vielen Dank für diese schönen Gespräche. Danke. Und ich bin sehr gespannt auf weitere Werke und Bücher von Ihnen. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder zu einem weiteren Gespräch. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Herr Staub. Danke, es war nett bei Ihnen. Freut mich sehr. Ja, meine Damen und Herren, alles ist doch vielleicht viel mehr miteinander verbunden, als wir denken. Und sich dem wieder ein bisschen zu öffnen und das Göttliche in dieser Kamera, in Ihnen, meine Damen und Herren, in allem zu sehen, was uns umgibt, kann doch sehr heilsam sein. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.